Hallo liebe Zuschauer, wir sind in Überlingen am Bodensee, großer Tauchen, Atemregler-Test. Wir haben ganze 18 Atemregler dabei und wir fangen an mit der Kategorie der Mittelklasse. Wir werden mit im Wasser haben den brandneuen Maris Abyss Classic. Maris hat den Abyss 22 neu aufgelegt. Ein schweres Stück mit dem guten alten Metallturbinen-Design. Leider kein Venturi-Regler, kein Atemwiderstandsregler. Wir werden mal sehen, was die Kaltwassertauglichkeit so kann. Dann haben wir dabei auch ein brandneuer Regler. Bouchard hat sich etwas ausgedacht. Und zwar haben wir hier den V-Twin. Der V-Twin ist ein kolbengesteuerter Regler, der mit zwei verschiedenen Kolben arbeitet. Leider nur für das Warmwasser geeignet. Wir testen ihn trotzdem auf seine Kaltwassertauglichkeit. Auch hier klassisch das dreieckige Handrad des Bouchard-Reglers. Was haben wir noch mit an Bord? Noch eine absolute Neuheit. Scuba Force hat sich auf den Reglermarkt gewagt, und zwar mit dem Black Devil. Den Regler gibt es in verschiedenen Ausführungen, in einer Tech- und in einer Side-Mount-Version. Wir haben die Tech-Version dabei. Mitsamt der zugehörigen Tech zweiten Stufe. Scuba Force Black Devil. Dann, schon etwas länger auf dem Markt, der Aqualung Core, ein Mittelklasse-Regler mit Kaltwassertauglichkeit. Wie bei den anderen Aqualung-Automaten auch, haben wir hier das ACT-Ventil, eine innovative Geschichte, wie wir finden. Und zwar ist das Ventil wasserdicht, insofern es nicht in das Tankventil reingeschraubt ist. Erst wenn das Ventil in das Tankventil reingeschraubt wird, sieht man hier ganz klar, bewegt sich diese Metallschiene nach hinten und das Ventil öffnet. Praktisch zum Waschen des Reglers, so haben wir keinen Wassereintritt mehr in die erste Stufe. Der fünfte Regler in der Mittelklasse kommt auch aus Frankreich, aus dem Hause Bouchard, der VRT 90. Die erste Stufe mit dem schwarz verchromten Messing. Sehr schickes Gerät. Und da unsere Mittelklasse 5 Regler beinhaltet, nehmen wir noch einen aus der Reisekategorie mit. Und zwar haben wir dabei den Cressy MC9 mit der zweiten Stufe Cressy XS Compact Pro. Ein Top-Reiseregler mit Kaltwasserschutz, mit dem man wahrscheinlich in jedes arktische Meer reisen kann. So, wir gehen in die nächste Runde. Die Reiseregler kommen dran. Die Mittelklasse wurde erfolgreich abgeschlossen. Wir haben im Programm Tribor, die hauseigene Marke von Decathlon, hat einen neuen Regler, den Sumea 100. Kaltwasser geeignet, allerdings nicht kompensiert. Ein Regler für 120 Euro. Schauen wir mal, was er kann. Wir haben auch von Decathlon den Sumea 500. Allerdings nur ein Warmwasserregler. Wir nehmen ihn trotzdem mal mit in den eisigen Bodensee. Wir haben dabei von SEAG MX 200. SEAG wirbt mit einer kleinen ersten Stufe. Vom Gewicht her jetzt nicht unbedingt ein Reiseregler. Wir haben ihn trotzdem in diese Kategorie gesetzt. Wir haben dabei Aqualung Micron, der mir bekannt der kleinste
Regler auf dem Markt und der leichteste Regler auf dem Markt. Sehr kleine erste Stufe, sehr kompakte kleine zweite Stufe. Und last but not least haben wir den MK11 S360 von Scuba Pro. Ehemals Subgear-Regler, mittlerweile in neuem Gewand. Jetzt bei Tauchen und Technik im Prüflabor. Roland Schmitz hat hier einen Versuch, eine Prüfbank und wird uns erzählen, wie er die Atemregler testet. Roland. Ja, hervorragend. Beschreib uns doch mal deinen Versuchsaufbau. Der Versuchsaufbau sieht so aus, dass wir hier eine Druckprüfanlage haben, die in 15, 20 Sekunden eine Funktionsprüfung unter erhöhten Umgebungsdruck durchführen kann, also bis 50 Meter Tauchtiefe. Mhm. Das ist die Normtauchtiefe, wo alle Regler funktionieren müssen. Hier hinter liegt eine Veratmungseinlage, eine Lunge, die 25 Atemzüge à 2,5 Liter produziert. Diese Veratmung findet statt und dabei werden die entstehenden Drücke aufgezeichnet, das heißt der Atemwegsdruck, der Mitteldruck. Hier kann der Flaschenfülldruck unterschiedlich eingestellt werden und natürlich die gewünschte Tauchtiefe. Mhm. Und hier vorne halt ist dann die gesamte Elektronik drin, die zur Steuerung der Anlage notwendig ist. Dann kann man schon mal einen Versuch fahren. Mhm. So, die Anlage schließt sich. Es geht automatisch. Sie verriegelt und befüllt auch automatisch. Und ich kann hier jetzt die Tauchtiefe einstellen. Ich kann hier den Flaschendruck einstellen. Auch stufenlos. Ich sehe hier meine Parameter, dass der Regler beim Abtauchen bei 3,7 Millibar Luft gibt. Das ist der Cracking Point. Und ich kann jetzt hier halt eine Veratmung starten und kann sehen, wie der Regler sich verhält. Dann kann eine Messung gemacht werden. Ja. Und nach Abschluss der Messung gibt es dann auch ein Prüfprotokoll. So.
Wollen wir die Messung speichern? Ja, nein. Ja, natürlich. Gut, dann speichern wir die mal. Jetzt wähle ich hier mal den Kunden aus. Dann machen wir hier mal die Redaktion Tauchen. Die Seriennummer. Die Oktopusnummer. Und ich sage speichern und schon